Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Tagebucheinträge eines Paares für denselben Abend. Sie schrieb in ihr Tagebuch: Am Samstagabend hat er sich echt komisch verhalten. Wir wollten noch auf ein Bier ausgehen. Ich war den ganzen Tag mit meinen Freundinnen beim Shoppen und kam deswegen zu spät. Womöglich war er ja deswegen sauer. Irgendwie kamen wir gar nicht richtig miteinander ins Gespräch, so dass ich vorgeschlagen habe, dass wir woanders hingehen, wo man sich besser unterhalten kann. Er war zwar einverstanden, aber er blieb so schweigsam und abwesend. Ich fragte, was los ist, aber er meinte nur, nichts. Dann fragte ich, ob ich ihn vielleicht geärgert habe. Doch er sagte, dass es nichts mit mir zu tun hat und dass ich mir keine Sorgen machen soll. Auf der Heimfahrt habe ich ihm dann gesagt, dass ich ihn aus ganzem Herzen liebe. Aber er fuhr einfach weiter. Ich verstehe ihn einfach nicht. Warum hat er nicht einfach angehalten, mir in die Augen gesehen und gesagt, ich liebe dich auch? Als wir nach Hause kamen, fühlte ich, dass ich ihn verloren hatte. Dass er nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Er saß nur da und schaute fern. Er schien weit weg und irgendwie abwesend. Schließlich bin ich dann ins Bett gegangen. Er kam 10 Minuten später nach und zu meiner Überraschung hat er auf meine Liebkosungen reagiert und wir haben uns wunderbar geliebt. Aber irgendwie hatte ich immer noch das Gefühl, dass er abgelenkt und mit seinen Gedanken woanders ist. Das alles wurde mir zu viel, so dass ich beschlossen habe, offen mit ihm über die Situation zu reden. Aber da war er bereits eingeschlafen. Ich habe mich in den Schlaf geweint. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin fast sicher, dass er eine andere hat. Ich glaube, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Er schrieb in sein Tagebuch: Heute hat der HSV verloren, aber am Abend hatten wir prima Sex. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.